Willkommen in unserer Stadt, ihr Leute. Außer euch sind heute bei uns zu Gast, in der Reihenfolge ihres Auftretens. Volkmar Böhm. Fritz Froberg. Heidi Kemper. Rolf Rodelhey. Julia Axen. Klaus Schneider. Und? Oh, eine Ballettgruppe. Ruth Hohmann. Toni Stepanek. Und viele andere. Und natürlich unser ständiger Reiseführer. Ich übergebe an meinen Reporterkollegen. Heinz-Florian Oertel, bitte melden. Wir sind also wieder auf Schlagersuche unterwegs. Vielleicht erinnern Sie sich noch, vor 2 Jahren fanden wir die Schlager aus Berlin. Diesmal suchen wir nun für Sie die Schlager einer kleinen Stadt. Und, wenn ich das noch sagen darf, unter Schlagern verstehen wir wieder nicht nur die Musiktitel, sondern vor allen Dingen die vielen fleißigen Menschen, die hier leben und das, was sie schaffen. Also, neuer Start mit einem ersten Überblick. Und das aus meinem Stenogrammblock. Radeberg, unsere kleine Stadt. 16 Kilometer nordöstlich von Dresden, in diesem Herbst. Burg Klippenstein gilt als Ursprungsort und als Geburtsjahr 1219. Rund 17.000 Einwohner wohnen in alten und neuen Stadtteilen. Allein im letzten Jahr entstanden in Radeberg 1.100 neue Wohnungen. Eine große Leistung für eine kleine Stadt. Zwei tüchtige landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften gehören zu Radeberg. Aber bestimmt wird das Gesicht der Stadt von zahlreichen Industriebetrieben. In dieser kleinen Stadt bestehen 11 volkseigene Betriebe, 27 mit staatlicher Beteiligung und 3 Privatbetriebe. Und auch das Handwerk hat goldenen Boden. In 156 Handwerksbetrieben und 9 Genossenschaften. Doch das ist der größte Schlager Radebergs, die Radeberger selbst. Das, was sie herstellen, geht in über 50 Länder der Erde und trägt den Namen ihrer Stadt hinaus in die Welt. Und während dieser Zug seine große Reise antritt, kommt ein anderer in der kleinen Stadt an. Thank you.
ganze Liebe wohnt in einer kleinen Stadt. Meine große Liebe, die mein Herz verzaubert hat. Drum mach ich lange schon an jedem Wochenend die Reise in die Seligkeit. Denn wenn man erst einmal die Sehnsucht kennt, ist nie ein Weg zu weit. Ihre dunklen Augen haben es mir angetan. Und ich schau die ganze Woche keine andere an. Und fragt mich irgendwer, gibt es denn keine, die dein Herz gefangen hat? Sag ich, meine große Liebe wohnt in einer kleinen Stadt. Schon an jedem Wochenend die Reise in die Seligkeit. Denn wenn man erst einmal die Sehnsucht kennt, ist nie ein Weg zu weit. Ihre dunklen Augen haben es mir angetan. Und ich schau die ganze Woche keine andere an. Und frag mich irgendwer, gibt es denn keine, die dein Herz gefangen hat? Sag ich, meine große Liebe wohnt in einer kleinen Stadt. Meine große Liebe wohnt in einer kleinen Stadt. Wer oder was nun für Volkmar Böhm der größte Schlager ist, das muss er selbst entscheiden. Wir jedenfalls für unseren Teil starten nun die Schlagersuche in der kleinen Stadt. Und wer könnte uns da besser mit Rat und Tat zur Seite stehen als die Bürger von Radeberg? Deshalb unsere Umfrage, welches ist der größte Schlager von Radeberg? Zwei große Schlager. Persönlich einmal die Brauerei und dann der allergrößte ist unser Raffinerwerk. Ich möchte sagen, unser Radeberger Exportbierbrauerei, unser Bier, was Ihnen sicherlich auch schon geschmeckt hat. Ich würde sagen, da ich im Raffinerwerk arbeite, der größte Schlag ist der Stadt in Sicht. Sehr großen Anklang finden die Veranstaltungen im Clubhaus bei uns mit diesen Schlagersternen. Die werden immer sehr gern gehört und auch ich begeistere mich dafür sehr. Der größte Schlag aus dem Müllerburg. Der größte Schlag aus Radeberg, nur das wäre für mich die Brauerei. Der größte Schlager von Radeberg, ja, das ist, was soll ich dazu sagen? Der größte Schlager dieser Stadt ist Ihr Wappentier! Der größte Schlager, das sind die Schlafzimmer vom halbstaatlichen Betrieb Karl Kreuz. Naja, ich bin schon 71 Jahre alt, ich kann mich nicht mehr so um Schlager kümmern. Der größte Schlager von Radeberg sind die Fernsehapparate von Radeberg. Und in Ihrer Familie? Meine Töchterlein. Sag mal, was ist der größte Schlager von Radeberg? Bier und Fernseher. Der größte Schlager von Radeberger dürfte das Radeberger Bier sein. Der Fernseher. Das Raffinerwerk. Das stimmt. Raffiner Fernsehgeräte sind seit 13 Jahren ein Spitzenschlager dieser Stadt. Und einige der bekanntesten Erzeugnisse stellen uns nun junge Talente von Radeberg in einem Schlager-Medley vor. Es begann vor langer, langer Zeit, 1951, mit dem Leningrad. Help. Und dies und das, ach, das ist uralt. Kuss, Schluss und sonst noch was, kennt ein jeder bald. Und seit mehrhundert Jahren hat ein jedes erfahren, ganz ohne Liebe kann man nicht durchs Leben gehen. Der Rembrandt, die erste eigene Entwicklung von Raffiner im Jahre 1952.
Dürer, der Schlager 1957. Atelier der Schlager 59. Papa, du bist so reizend, so schick und elegant. Papa, wenn ich nur wüsste, wie Mama dich einmal fand. Papa, wenn du mich anschaust, dann denk ich immer zu. Der Mann, den ich mir nehme, muss so sein wie du. Rekord 7, Schlager 61. Jeden Abend vor der Haustür steht, jeden Abend an der Heule dreht. Ja, das wird mir langsam eine Leid, doch dann ist es nun vorbei. Hey, 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 was ist das los an der Spree? Hey, 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 was ist das los an der Spree? Stadion 102, 1964. 1999 hast du sicher Zeit. 1999, oh, das tut mir leid. 1999 ist es viel zu spät, denn die Welt hat sich gedreht. Und dir hebt kein Strauß von Rosen, 1999 hat das keinen Zweck. Denn mein Herz geb ich bis dahin einem anderen weg. Aber heute, bitte, bitte, denk doch mal daran, was noch heute aus uns beiden werden kann.